Ja, ganz ehrlich gesagt, ist ein sehr spezieller Moment. Und das Gefühl sind sehr so gemischt, weil wir sind jetzt 2 Jahre in einer Ruhephase gewesen. Und jetzt noch eine spezielle Austragungsform, 2 Tage, es ist alles etwas anders, die Zeiten sind anders und das macht einen schon ein bisschen nervös. Die Vorbereitung war eigentlich relativ lang. Eigentlich. Man hat immer so von Hang zu den Fuß gelebt und musste schauen, wann kann man ihn durchführen kann. Im Grossen und Ganzen gut und gleich halt recht speziell einfach alles neu geworden. Oder? Von den Zeiten, Ablaufplänen und so weiter ist schon ganz viel anders als sonst. Grundsätzlich eigentlich sehr, sehr gut. Was natürlich ist, ist, weil wir jetzt schon morgen anfangen, um 9 Uhr der erste Start, statt um 12 Uhr abends, haben wir viel weniger Vorbereitungszeit. Und das spürt man, der Druck am Morgen war sehr gross gewesen. Und langsam wird es besser. Wir haben jetzt nachmittags um 2 Uhr und jetzt ist der Lauf so ein bisschen ab, ja. Das ist recht schwierig zu sagen, auf was man sich am meisten freut an so einem Event. Also es ist, einerseits jetzt vielleicht der Start vom langen GP, zu sehen, die freie Strecke, die man vorausfährt. Das ist schon mal ein schönes Erlebnis, so freie Strassen zu haben. Und nicht zuletzt gerade am Sonntag am Abend vielleicht mal ein Bier zu nehmen, am Abend um 9 Uhr.